Liebe Freunde, der Brenner, verkehrsreichster Übergang der Ostalpen, war für Reisende aus den bayerischen Landen der schnellste und bequemste Weg nach Italien. In seinem im Jahr 1842 erschienenen Handbuch für Reisende in Italien gibt Ernst Förster den Rat, besonders im Winter durch Tirol nach Italien zu reisen, da auch im Winter der Weg über den Brenner nicht beschwerlich sei. Dazu kommt, so fährt er fort, dass auf dem übrigens sehr interessanten Weg durch Tirol durch Schneedecken bei weitem weniger Naturschönheiten dem Blick entzogen sind als in der ungleich großartigeren Schweiz. Schon Kelten und Römer nutzten den Brenner als Pass über die Alpen. Und nach der von den Gebrüdern Grimm erstmals publizierten Sage soll ihn auch der langobardische König Authari im 6. Jahrhundert überschritten haben. Er befand sich auf Brautfahrt nach Regensburg zu Theolinde, der Tochter eines bayerischen Herzogs. Über den niedrigsten der Alpenpässe geht es von Innsbruck nach Brixen im Lande Südtirol, von wo aus Bozen und der Gardasee erreicht wurde. Schon seit dem Jahr 1522 gab es geregelten Postverkehr über den Brenner. Unter Maria Theresia wurde 1777 eine neue Straße angelegt, die Johann Wolfgang von Goethe im September 1786 passierte und in seinem Tagebuch hervorragende Straßenverhältnisse notierte. Von Norden ist die Landeshauptstadt Tirols Innsbruck der Ausgangspunkt über den Brenner. Von Maximilian I., auch der letzte Ritter genannt, wurde die Stadt zum Mittelpunkt seiner politischen und militärischen Pläne und zur Dreischeibe seiner Italienpolitik gemacht. Das Silber und Kupfer der nahegelegenen Bergwerke Schwaz machten ihm seinen Bauernkittel Tirol, wie er sein Kernland gerne bezeichnete, angenehm warm. Das Bild der Maria-Theresien-Straße von 1873 gibt den Eindruck einer reichen Stadt im Habsburgerreich gut wieder. Im Hintergrund die Silhouette des Karwendelgebirges. Das Wahrzeichen Innsbrucks, das goldene Dachl, hat Heinrich Heine im Jahr 1828 auch gesehen. Dennoch fand er die Stadt blöde, es sei denn, dass sie im Winter etwas geistiger und behaglicher aussehen, wenn die hohen Berge, wovon sie eingeschlossen, mit Schnee bedeckt sind und die Lawinen dröhnen. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Brenner vor allem von den aus dem Osten Deutschlands oder Österreich-Ungarn kommenden Reisenden genutzt. So überquerte ihn etwa der deutsche Archäologe Johann Joachim Winckelmann im Jahr 1755, der für seine Geschichte der Kunst des Altertums berühmt war. Ihm folgte 1786 der Theologe und Philosoph Johann Gottfried Herder. Zu den berühmten Brennerreisenden gehörte auch Johann Wolfgang von Goethe, der den Pass am 8. September 1786 nachts überquerte. August von Kotzebue empfahl im Jahr 1805 selbst schwächlichen Damen ohne Bedenken die Lustreise durch dieses herrliche Land mit zauberischen Aussichten, wohlunterhaltenen Chausseen, guten Pferden, willigen Posthaltern, höflichen Postillons, bequemen Nachtlagern, leckeren Speisen, gutem Wein, freundlicher Bedienung und wohlfeiler Zeche. Die im Bild rechts zu sehende Burg Lueck war noch nicht erbaut, als Heinrich IV. Im Jahr 1077 auf seinem Weg nach Canossa im strengen Winter durch diese Gegend kam. Ein Mönch berichtet, die sich ungeheuer weit hinziehenden und mit ihren Gipfeln fast bis in die Wolken ragenden Berge, über die der Weg führte, starrten so von ungeheuren Schneemassen und Eis, dass beim Abstieg auf den glatten, steilen Hängen weder Reiter noch Fußgänger ohne Gefahr einen Schritt tun konnten. Dem Vernehmen nach war die Königin gezwungen, auf einem Fell ins Tal zu rutschen und nur dank ortskundiger Hilfe soll der Hofstaat heil durchgekommen sein.
Schon die Römer müssen durch die Gegend von Sterzing gekommen sein, denn von Lucius Calpurnius Piso ist bekannt, dass er im Jahre 15 vor Christus einige Legionen in Richtung der Germania führte. Die Stadt war auch Etappenstation auf vielen der 66 Romzüge deutscher Kaiser. Auch später spielte Sterzing, obwohl nie groß, wegen seiner zentralen Lage eine bedeutende Rolle als Verkehrsknotenpunkt, Handels- und Marktplatz sowie Gerichtssitz. Von Sterzing aus führt uns ein Abstecher in das Riednauntal mit dem Schneeberg im Hintergrund, an dem über 900 Jahre das höchstgelegene Silberbergwerk Europas betrieben wurde. Mit der Erschöpfung dieser Silberminen Ende des 16. Jahrhunderts verlor Sterzing an Wirtschaftskraft und Bedeutung. Erst 1978 wurde das Bergwerk endgültig eingestellt. Seit 1995 erinnert ein Bergbaumuseum mit Museumsstollen an den Erzabbau im Riednauntal. Nach der Niederlage Österreichs gegen Napoleon kam Tirol 1806 unter bayerische Herrschaft. Die bayerischen Reformversuche, insbesondere aber die Zwangsaushebung für die bayerische Armee, führten zum Aufstand der Tiroler Bevölkerung. Am 11. April 1809 kam es zu einem ersten Gefecht bei Sterzing, das siegreich für den Tiroler Landsturm ausging. Vielleicht zeigt das Bild von Josef Anton Koch den triumphalen Marsch des Landsturms zur nächsten Schlacht am Berg Isel bei Innsbruck. Andreas Hofer wurde als Oberkommandant an die Spitze der gegenbayerischen Bewegung gewählt. Nach mehreren Niederlagen der bayerischen Armee wurde Tirol von französischen Truppen besetzt. Zwei Monate nach der endgültigen Niederlage der Tiroler am Berg Isel gegen die Franzosen Anfang November 1809 wurde Hofer von einem Landsmann für 1500 Gulden verraten. Von französischen Besatzungstruppen nach Mantua überführt, wurde er am 20. Februar 1810 hingerichtet. Von Sterzing aus nach 3 Stunden Kutschfahrt wurde Brixen erreicht. Verstreut liegende Bauernhöfe beleben hier das Eisacktal und bilden mit den gepflegten Ländereien eine reizende Umgebung für das Städtchen, welches sich am Fuße hoher Berge ausbreitet. Ende des 19. Jahrhunderts hatte Brixen einschließlich der Garnison nicht mehr als 6000 Einwohner, deren Haupterwerbsquellen der Wein- und Obstbau sowie die Schafwollweberei und der Handel waren. Die Stadt war Sitz eines Fürstbischofs, hatte 2 Gymnasien und eine theologische Lehranstalt. 2 Stunden nach Brixen passiert der Reisende die auf dem steil zur Eisack hin abfallenden Bergrücken liegende Trostburg. 1173 urkundlich erstmal erwähnt, wurde die Burg lange Zeit dem Verfall preisgegeben. Wieder restauriert ist sie seit 2005 Sitz des Südtiroler Burgenmuseums. Über die Gegend um Bozen schrieb Goethe in seiner italienischen Reise: Nun erblickte ich endlich bei hohem Sonnenschein das Tal, worin Bozen liegt. Von steilen bis auf eine ziemliche Höhe angebauten Bergen umgeben, ist es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Tiroler Bergen gedeckt. Eine milde, sanfte Luft füllt die Gegend. Hier wendet sich die Etsch wieder gegen Mittag. Die Hügel am Fuße der Berge sind mit Wein bebaut. Über lange, niedrige Lauben sind die Stöcke gezogen. Die blauen Trauben hängen gar zierlich von der Decke herunter und reifen an der Wärme des nahen Bodens. In der Felsmulde unterhalb der Rosengartenspitze soll der Sage nach der wunderschöne Rosengarten des Zwergenkönigs Laurin gelegen haben. Von Dietrich von Bern und seinem Waffenmeister Hildebrand besiegt, verfluchte er diesen Rosengarten. Er sollte nie mehr, weder bei Tag noch bei Nacht, von einem Menschenauge gesehen werden. Weil aber der Zwergenkönig die Dämmerung vergessen hatte, soll es seitdem zum alten Glühen des Rosengartens bei Sonnenauf- und Untergang gekommen sein. Auf einem steilen, von 2 Seiten scheinbar unbezwingbaren Felshügel erbaut, sehen wir rechts im Bild die Burg Karneit,
die am Ausgang des Eisacktales liegt. Um 1370 war sie im Besitz der Herren von Völs, die gegen den Bischof von Brixen ihren Herrschaftsbereich bis nach Bozen vorgeschoben hatten. Die Burg ist eine typische mittelalterliche Anlage mit Bergfried, Palas, Wohnturm und Ringmauer. Der Verfasser der bedeutenden Geschichte Roms im Mittelalter, Ferdinand Gregorovius, kam hier im Jahre 1865 auf dem Rückweg nach München durch. Im Jahr 1314 erhielt der Bozener Kaufmann Heinrich Kunter vom Grafen von Tirol das Recht, durch die auf Bozen zuführende Eisackschlucht einen Saumweg anzulegen und dafür einen Wegzoll zu erheben sowie daran zwei Tavernen zu betreiben. Etwa 170 Jahre später wurde der Saumweg mittels Sprengungen so ausgebaut, dass er auch mit Fuhrwerken befahren werden konnte. Die neue Trasse ersparte erhebliche Reisezeit und wertete die Brennerstrecke enorm auf, was die Entwicklung Bozens zur bedeutendsten Handelsstadt Tirols forcierte. Verlierer dieser Entwicklung vor allem die alte Landeshauptstadt Meran. Als Johann Gottfried Herder im Jahr 1786 nach Bozen kam, schrieb er in einem seiner zahlreichen Briefe an seine Frau: Jetzt bin ich nun in Bozen, da ist nun vor unserem Wirtshause zur Sonne ein solcher Obstmarkt, als ihr in eurem Leben nicht gesehen habt, und so schönes Obst, als ihr noch nie gegessen habt. Birnen, Quetschen, Weintrauben, Nüsse, Feigen, denn hier wachsen schon Feigen, und bald werden wir auch dahin kommen, wo die Pomeranzen und Zitronenbäume wachsen. Der mit dem Automobil reisende deutsche Journalist Otto Julius Bierbaum empfand im Jahr 1902 die Fahrt von Brixen nach Bozen als wohl die schönste, die wir bis jetzt gehabt haben. Der älteste und heute noch bestehende Gasthof der Stadt, das Batzenhäusel, sah ihn und seine Frau als Gast. Obwohl aus dem 15. Jahrhundert stammend, habe ich das zeitlos schöne Aquarell von Dürer für den Blick auf Trient gewählt. Die baumbedeckten Bergabhänge schließen sich nicht zu eng um die Stadt. Ihr Umland weist große Fruchtbarkeit auf, mit üppigen Baumpflanzungen und Weinbergen, umfangen von Wiesen und Ackergründen. Hier wachsen neben Zitrusfrüchten schon Maulbeerbäume und üppiger Wein. Die ehemalige Hauptstadt von Südtirol ist auch berühmt durch ihre große gotische Kirche Santa Maria Maggiore. In dieser Kirche fanden die Sitzungen des Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563 statt. Zu den wichtigsten Beschlüssen dieses Konzils gehörte die Abschaffung des Ablassunwesens und das Verbot der Ämterhäufung im Bischofsamt. Schließlich führt eine Brücke über die Etsch und der Reisende gelangt kurz danach auf eine Anhöhe, von welcher ihm eine imposante Aussicht über den nördlichen Teil des Gardasees und das ihn umgebende Hochgebirge eröffnet wird. Baumgartner in seinem Buch über die neuen Kunststraßen von 1834 bemerkt dazu: Ein heftiger Südwind jagte die Fahrbahn hinauf, welche längs den felsigen Ufern nach dem Städtchen Riva führt, das am nördlichsten Ende dieses Sees liegt und eine vorteilhafte Lage zur Schifffahrt hat. Goethe bewunderte ihn, Wieland förderte ihn väterlich, den Schriftsteller Wilhelm Heinse. Seine Aufzeichnungen einer Reise nach Italien im Jahre 1783 gehören zu den interessantesten Reisetexten des 18. Jahrhunderts, aus denen zu entnehmen ist, dass, ich zitierte, ihn die schnelle Postkutsche über Verona und Rovereto nach Trient, Bozen, Brixen brachte und er einen Tag später über den Brennerpass Italien endgültig verließ. Liebe Freunde, mit einem malerischen Blick auf den Hafen von Triest stimmen wir uns auf die Passage über den Semmering ein. Es wäre schön, wenn ihr euch auch diesen letzten Übergang über die Alpen ansehen würdet. Bis bald!